بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Meine lieben Geschwister im Islam, wir wollen heute insha'Allah ta'ala unsere schöne Reihe über die Themen der Suren fortführen. Und wir sind mittlerweile angelangt, wenn wir das von hinten betrachten, bei Sura Nummer 88. Also wir haben schon von 114 Suren, wie viele Suren jetzt hinter uns? Wer kann gut rechnen? 26, mashallah. Ja? Also schon 26 Suren, alhamdulillah. Mit Surat al-Fatiha 27 hatten wir auch schon gehabt, haben wir jetzt mittlerweile besprochen und machen auch weiter bi'iznillahi azza wa jal, bis wir hoffentlich dann irgendwann einmal den gesamten Koran behandelt haben. Und heute mit einer Sura, welche immer zu einem besonderen Anlass rezitiert wird. Unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er hat zu den beiden Eid-Gebeten immer bestimmte Suren oder pflegte bestimmte Suren zu rezitieren. Welche Suren pflegte er denn zu rezitieren, sallallahu alaihi wa sallam, beim Eid-Gebet? Genau. Surat al-A'la und Surat al-Ghashiya. Und das wird auch überliefert von unserem Propheten, sallallahu alaihi wa sallam, dass er dies gemacht hat. Und nicht nur im Übrigen beim Eid-Gebet, sondern auch teilweise beim Jumu'ah-Gebet. Und heute wollen wir uns insha'Allah ta'ala mit der zweiten dieser beiden Suren beschäftigen, weil wir ja von hinten anfangen. Und zwar mit Surat al-Ghashiyah. Surat Hal Ataka Hadith al-Ghashiyah. Sie wird unter anderem nur al-Ghashiyah genannt. Sie wird aber auch teilweise in der Sunna unseres Propheten sallallahu alaihi wa sallam, wie es bei Imam Malik im Muwatta auch überliefert wird von An-Nu'man ibn Bashir, als Hal Ataka Hadithu Al-Ghashiyah bezeichnet. Also teilweise beschränkt man sich einfach nur auf Al-Ghashiyah und teilweise erwähnt man den gesamten Vers, den gesamten ersten Vers, Hal Ataka Hadithu Al-Ghashiyah. Und manchmal wird die Sura auch, wie es im Tafsir von Ibn Atiyah, das ist ein Gelehrter, der einen eigenen Tafsir hatte, einfach nur als Hal Ataka bezeichnet. Also ihr seht wieder, die Surennamen sind nicht unbedingt immer festgelegt vom Propheten sallallahu alaihi wasallam. Manchmal haben wir vom Propheten sallallahu alaihi wasallam eine klare Bezeichnung und manchmal gibt es unterschiedliche Surennamen. Und wir haben hier diese drei verschiedenen Varianten bei der Benennung der Surat al-Ghashiyah. Surat al-Ghashiyah ist eine Sura, bei der sich alle Gelehrten einig sind, dass es sich um eine mekkanische Sura handelt. Sprich um eine Sura, welche in der mekkanischen Phase, in der Phase vor der Hijra unseres Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, offenbart wurde. Und die Versmaße, die Themen, welche in dieser Sura angesprochen werden, deuten auch klar und deutlich darauf hin, dass es sich hier um eine rein mekkanische Sura handelt. Weil in Surat al-Ghashiyah geht es um den jüngsten Tag. In Surat al-Ghashiyah geht es um die Da'wah. In Surat al-Ghashiyah geht es um die Abrechnung nach dem Tod. In Surat al-Ghashiyah geht es auch um eine gewisse Androhung an diejenigen adressiert, welche sich von der Botschaft Allah subhanahu wa ta'ala abwenden, obwohl die Zeichen um sie herum klar und deutlich sind. Surat al-Ghashiyah besteht aus insgesamt 26 Versen. Und wir werden die Sura jetzt nicht vollständig vorlesen, weil sie zu den
schon längeren Sunnen gehört, sondern wir werden uns insha'Allah ta'ala die Sunnen, während wir sie besprechen, in einzelnen Abschnitten dann anhören und dann auch die einzelnen Abschnitte versuchen zu besprechen und schauen, was Allah subhanahu wa ta'ala uns damit sagen möchte, ohne jeden einzelnen Vers bis ins kleinste Detail zu besprechen. Weil wir machen, wie wir gesagt haben, Tafsir Mawdu'i. Ganz wichtig noch einmal. Ja, es geht uns nicht darum, dass wir jeden einzelnen Vers, jedes einzelne Wort des Korans dann erläutern und erklären und interpretieren. Das würde viel zu lange dauern. Sondern uns geht es darum, dass wir einen Gesamtüberblick über die Themen bekommen, welche Allah subhanahu wa ta'ala jeweils behandelt in den jeweiligen Suren. Und Allah subhanahu wa ta'ala, er beginnt diese Sura mit einer Frage. Und zwar mit dem Fragepartikel hell. Und im Arabischen, wenn ein Satz mit hell eingeleitet wird, dann handelt es sich automatisch immer um eine Frage. Aber es gibt natürlich im Arabischen rhetorische Fragen, wo eigentlich nicht explizit die Frage im Vordergrund steht, sondern Allah subhanahu wa ta'ala den Menschen auf etwas aufmerksam machen möchte. Beispielsweise, wenn ich jemandem sage, und ich weiß, er hat das gesehen, hast du das gesehen? Es geht mir nicht darum, dass ich ihm sage, ob er es gesehen hat, weil ich weiß, dass er es gesehen hat. Sondern es geht mir darum, dass ich ihn noch einmal darauf aufmerksam mache, was das für eine große oder außergewöhnliche Angelegenheit gewesen ist, auf die ich ihn aufmerksam machen möchte. Und genau das tut Allah subhanahu wa ta'ala hier. Allah ta'ala, er möchte uns auf etwas Gewaltiges aufmerksam machen. Und es wird überliefert, dass unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam von einer Frau dann gehört hat, wie sie den ersten Vers von Surat al-Ghashiyah rezitiert. Hal ataka hadithul Ghashiyah? Ist zu dir die Geschichte, die Nachricht der Überdeckenden gekommen, der Ghashiyah gekommen? Und als der Prophet sallallahu alaihi wasallam das hörte, sagte er, Naam, qad ja'ani. Ja, die Geschichte ist zu mir gekommen. Allah subhanahu wa ta'ala, er hat mich darüber in Kenntnis gesetzt, was Al-Ghashiyah ist. Al-Ghashiyah ist etwas Gewaltiges. Und Allah subhanahu wa ta'ala, er fängt jetzt in den kommenden Versen an, ganz genau zu erklären, was mit Al-Ghashiyah gemeint ist. Und zwar Al-Ghashiyah ist die Überdeckende. Was ist mit der Überdeckenden gemeint? Was würdet ihr sagen? Hal atak hadithul Ghashiyah? Ist zu dir die Kunde, die Nachricht, die Geschichte von Al-Ghashiyah gekommen? Was versteht ihr darunter unter Al-Ghashiyah? Ja, der jüngste Tag. Inwiefern? Was hat Al-Ghashiyah, das Überdeckende von Rasha, ja, etwas überdecken mit dem jüngsten Tag zu tun? Was will uns Allah subhanahu wa ta'ala konkret damit sagen mit Al-Ghashiyah? Allah subhanahu wa ta'ala, er will uns aufzeigen, dass der jüngste Tag, dieser gewaltige Tag, der gewaltigste Tag überhaupt, alles überdecken wird. Und alle Menschen betreffen wird. So als würdest du dich sozusagen unter eine Decke dann verstecken und die Decke umgibt dich. Und genauso auch Al-Ghashiyah. Al-Ghashiyah wird alle Menschen, alle Geschöpfe Allah subhanahu wa ta'ala an jenem Tag umfassen. Al-Ghashiyah wird an jenem Tag niemanden auslassen. Niemand wird davonkommen an diesem Tag. Jeder wird vor Allah subhanahu wa ta'ala stehen. Und deswegen diese Sura, sie schließt ab mit folgendem Vers. ثم إن علينا حساب. Und das ist der letzte Vers dieser Sura. Und zwar sagt Allah Ta'ala in Vers 26, und gewiss hierauf obliegt uns ihre Abrechnung. Du wirst dich entkommen. Allah Ta'ala, er wird jetzt in den folgenden Versen von dem Vers Nummer 2 bis zum Vers Nummer 16 einmal über die Höllenbewohner sprechen,
welche eine harte Strafe erwarten wird. Und dann wird Allah subhanahu wa ta'ala über die Paradiesbewohner sprechen. Und Allah ta'ala, er sagt zu uns jetzt, ist zu euch die Nachricht der Überdeckenden gekommen, die alle Menschen umfassen wird, die jeden einzelnen Menschen betreffen wird, ohne Ausnahme. Niemand kann ihr entkommen. Niemand kann diesem Netz entkommen, was dann im Grunde genommen die Menschen einfangen wird. Niemand wird ausgenommen werden am jüngsten Tag vor der Auferstehung. Jeder wird aus der Erde herauskommen. Niemand wird ausgenommen werden am jüngsten Tag vor der Abrechnung. Niemand wird ausgenommen werden am jüngsten Tag. Natürlich bei der Abrechnung, wissen wir, gibt es eine kleine Gruppe, mit der nicht abgerechnet wird, weil sie eine ganz besonders hohe Stufe bei Allah Ta'ala erlangt hat. Aber sie haben schon zuvor im diesseitigen Leben mit sich abgerechnet, deswegen wird Allah Subhanahu wa Ta'ala sie nicht am jüngsten Tag zur Rechenschaft ziehen, sondern sie werden direkt ins Paradies eintreten. Und diese Anzahl ist 70.000. Und vielleicht ein paar mehr, wie es der Prophet sallallahu alaihi wa sallam in anderen Überlieferungen gesagt hat. Aber grundsätzlich, alle Menschen werden vor Allah stehen. Jeder muss Rechenschaft ablegen. Ma minkum min ahadin illa wa sayukallimuhu rabbuh. Laysa baynahu wa baynahu tarjuman. Zwischen ihm und zwischen Allah, seinem Schöpfer, wird es keinen Dolmetscher geben. فَيَنْظُرُ أَيْمَنَ مِنْهُ فَلَا يَرَى إِلَّا مَا قَدَّمْ. Und der Diener Gottes, der Mensch, er wird auf seine Rechte schauen und er wird nur das sehen, was er vorausgeschickt hat. وَيَنْظُرُ أَشْأَمَ مِنْهُ فَلَا يَرَى إِلَّا مَا قَدَّمْ. Und er wird auf seine Linke schauen und er wird nur das sehen, was er vorausgeschickt hat. ثُمَّ يَنْظُرُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَلَا يَرَى إِلَّا النَّارَ تِلْقَاءَ وَجْهِ. Und dann schaut er vor sich und er wird nur das Höllenfeuer vor seinen Augen sehen. Und dann sagt der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, فَاتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشَقِّ طَمْرَةٍ. So nehmt euch in Acht, schützt euch vor der Hölle, selbst wenn es mit dem Spenden einer halben Dattel sein sollte. هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ. Allah subhanahu wa ta'ala, er spricht hier wen an? Allah subhanahu wa ta'ala, er spricht hier unserem Propheten sallallahu alaihi wa sallam an. Und dementsprechend, wie wir es gerade in diesem schönen Hadith gehört haben, unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er hört diesen Vers, der ihm offenbart wurde, und er reagiert darauf. Das ist ganz, ganz wichtig. Obwohl der Prophet sallallahu alaihi wa sallam diese Sura schon zuvor offenbart bekommen hat, wir wissen nicht, wo sich dieser Hadith konkret abspielt, ob das in Mekka ist oder ob das in Medina ist. Wie viele Jahre, nachdem der Prophet sallallahu alaihi wa sallam diese Sura offenbart bekommen hat. Aber der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er braucht nur einmal diese Frage von Allah zu hören und er antwortet darauf. Na'am qad ja'ani, ja, oh mein Herr, die Nachricht ist zu mir gekommen. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam interagiert mit dem Koran. Unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er hat den Koran offenbart bekommen. Aber er macht sich trotz alledem jedes Mal immer wieder Gedanken über das, was Allah ta'ala ihm offenbart hat. Bei niemandem hat der Koran so festgesessen und war so tief eingemeißelt gewesen in seinem Herzen, wie bei unserem Propheten sallallahu alaihi wa sallam. Es gab niemanden. Und deswegen, als unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam noch ganz frisch die Offenbarung erhalten hat, ganz am Anfang, hatte er die Angst gehabt und die Befürchtung, er könnte eventuell etwas vergessen. Und deswegen hat Allah Ta'ala ihm dann die Sicherheit gegeben, indem nämlich Allah Ta'ala zu unserem Propheten sallallahu alaihi wa sallam sagte in Surat Al-Qiyamah, La tuharrik bihi lisanaka li ta'jala bih. Du brauchst deine Zunge nicht so schnell bewegen, damit du dich mit ihm beeilst. Ihr müsst euch das so vorstellen, er bekommt eine Offenbarung, hat Angst, sie zu vergessen, sagt extra schnell hinterher, was Jibril a.s. ihm offenbart, damit die Leute um ihn herum das auch noch hören und damit sich das alle merken können, weil er Angst hat, ich könnte es vergessen, was Jibril a.s. mir offenbart. Und dann gibt ihm Allah Ta'ala diese Gewissheit, nein, mach dir keine Sorge, inna alayna jam'ahu wa Qur'an, uns obliegt seine Sammlung und sein
eine Verlesung oder sein, sozusagen, seinen Vortrag. فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَ. Dann, wenn wir ihm vortragen, dann kannst du sozusagen ihn dann ebenfalls vortragen. Aber warte erst einmal. Du wirst ihn nicht vergessen, den Koran. Und obwohl der Koran ein fester Bestandteil unseres Propheten sallallahu alaihi wasallam gewesen ist, tief in seinem Herzen eingemeißelt ist und in seinem Verstand und in seiner Brust, ein Teil seines Wesens, hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam immer wieder sich Gedanken gemacht über das, was Allah Ta'ala ihm offenbart hat. Ja, vielleicht gerade deswegen. Also vielleicht gerade dann, wenn du dich besonders häufig und besonders viel mit dem Buche Allahs auseinandersetzt, wirst du dementsprechend auch mehr mit dem Koran interagieren. Und wird der Koran mehr dein Leben beeinflussen. Hal ataka hadithul ghashiyah? Unser Prophet sallallahu alaihi wasallam, er antwortet, ja, die Nachricht ist zu ihm gekommen. Allah Ta'ala, er hat ihn darüber in Kenntnis gesetzt. Allah Ta'ala, er hat ihn auf verschiedenen Wege gezeigt, was die Menschen am jüngsten Tag erwarten wird. Nicht nur durch die Offenbarung des Korans, nein. Wie denn noch? Wie hat denn Allah Ta'ala unserem Propheten sallallahu alaihi wasallam das noch gezeigt, was am jüngsten Tag bei den Menschen geschehen wird? Ja, wie? In welchem Kontext? Ja, bei der Nachtreise, korrekt. Und der Himmelsreise. In jedem Himmel sieht der Prophet sallallahu alaihi wasallam bestimmte Menschen, was mit ihnen geschieht. Das heißt, Allah Ta'ala, er hat unserem Propheten sallallahu alaihi wasallam das nicht nur durch die Offenbarung klar gemacht, sondern unser Prophet sallallahu alaihi wasallam, er hat es mit seinen eigenen Augen gesehen. Und dementsprechend, wenn der Prophet sallallahu alaihi wasallam davon berichtet hat, dann hat er davon berichtet als ein Augenzeuge. Nicht nur als jemand, der es gehört hat über die Offenbarung, sondern als ein Augenzeuge. Und jetzt berichtet Allah Ta'ala darüber, was die Raschia ist. Und was konkret an jenem Tag geschieht. Und wie der Ausgang der Menschen sein wird. Und Allah Ta'ala, er macht eine schöne Gegenüberstellung, wie es immer wieder im Koran geschieht. Auf der einen Seite die Leute der Rechten und auf der anderen Seite die Leute der Linken. Auf der einen Seite jene Menschen, die Allah Ta'ala für ihr Streben nach dem Guten belohnen wird. Und auf der anderen Seite jene, welche Allah Ta'ala dafür, dass sie permanent nach dem Schlechten gestrebt haben und die Wahrheit abgelehnt haben, bestrafen wird. Und genau darum geht es jetzt in dieser Gegenüberstellung. Und Allah Ta'ala, da es hier in dieser Sura um eine Warnung geht, beginnt mit was? Er beginnt mit denjenigen, die Allah Ta'ala bestrafen wird. Indem er Folgendes sagt, und wir hören uns jetzt diese Verse an. Die einen Gesichter werden an jenem Tag demütig sein. Amilatun nasiba, sich abarbeitend und von Mühsal erfüllt. Tasla narun hamia, einem sehr heißen Feuer ausgesetzt. Tusqa min ayn aniya, und aus einer siedenden Quelle zu trinken bekommen. Laysa lahum ta'amun illa min dari'. Es wird für sie keine Speise geben außer trockenen Dornen. La yusminu wa la yughni min ju'. Die weder fett machen noch gegen den Hunger nützen. Das ist die Beschreibung derjenigen, welche am jüngsten Tag von Allah Ta'ala für ihr Streben nach dem Schlechten bestrafen wird. Und Allah Ta'ala, er spricht nicht im Allgemeinen über die Menschen, nein, sondern was sagt er? Er sagt Wujuh. Er spricht von Gesichtern. Hal ataka hadithul ghashiyah, ist zu dir die Geschichte der Überdeckenden gekommen? Und er sagt nicht Allah Ta'ala Unasun, ja, yawma idhin khashi'a, sondern er sagt Wujuhun yawma idhin khashi'a. Allah Ta'ala, er beschränkt das auf die Gesichter. Und das passt auch sehr gut zusammen zu dem Begriff Rashia. Bedeckend, so als würde die Stunde ihre Gesichter bedecken und dazu führen, dass ihre Gesichter voller Demut sind.
Allah Ta'ala, er hat von ihnen verlangt, in diesseits Demut zu zeigen, aber sie waren dafür nicht bereit gewesen. Sie sind hochmütig gewesen. Sie haben gesagt, was interessiert mich, ein Schöpfer? Selbst wenn es einen geben sollte und jetzt, dann hätte er sich doch uns offenbaren können. Was geht mich der Glaube an? Ich stehe als Mensch im Mittelpunkt. Ich tue und lasse, was ich möchte. Ich bin nicht bereit, mich als Mensch irgendeinem Gott zu unterwerfen. So denken doch viele Menschen heutzutage. Auch viele Muslime denken heutzutage so. Ich als Mensch stehe im Mittelpunkt. Nicht der Schöpfer, der das Universum erschaffen hat. Und hier stoßen zwei Denkweisen diametral aufeinander. Die einen, welche den Mensch in den Mittelpunkt stellen, der über allem steht. Und die anderen, welche ihren Schöpfer in den Mittelpunkt stellen. Und wenn ich ein Muslim bin, dann bleibt mir nichts anderes übrig, als meinen Schöpfer in den Mittelpunkt zu stellen. Das heißt nicht, dass ich dem Menschen keinen Wert gebe. Nein, mein Schöpfer hat mir gelehrt, dass das Leben eines Menschen heilig ist. Mein Schöpfer hat mir gelehrt, dass ich die anderen Menschen respektieren muss. Mein Schöpfer hat mir beigebracht, hat mir beigebracht, dass ich als Mensch anderen Menschen keinen Schaden zufügen darf. Das ist das, was Allah Ta'ala, der Schöpfer der Menschen, uns gelehrt hat, uns beigebracht hat. Wir sehen aber, dass gerade Ideologien, wo allein der Mensch im Vordergrund steht und allein der Nutzen des Menschen im Vordergrund steht, die Gesellschaften im Grunde genommen zerstören. Warum? Weil jeder Mensch nur an sich selbst denkt. Und jede Gesellschaft am Ende nur an sich selbst denkt. Eine Gesellschaft, wo nur allein der Mensch im Vordergrund steht, ist eine Gesellschaft, die früher oder später dem Untergrund geweiht ist. Und das sehen wir bei vielen Ideologien. Es wird ja immer wieder behauptet, meine lieben Geschwister, dass die Religion das eigentliche Problem ist unserer heutigen Zeit. Ja, würde es keine Religion geben, dann würde es keine Kriege auf der Welt geben. Ist das wirklich so? Nein, ganz im Gegenteil. Wenn wir uns gerade die schlimmsten Kriege in der Menschheitsgeschichte anschauen, dann sehen wir, das sind keine Religionskriege gewesen. Das sind Kriege gewesen, die auf teuflische Ideologien zurückgehen. Nationalsozialismus. Ja? Das sind teuflische Ideologien, wo allein der Mensch im Mittelpunkt steht. Wo eine Nation glaubt, sie sei die auserwählte Nation und sie habe das Recht, alle anderen Völker zu unterjochen und zu unterdrücken. Das ist nicht das, was Allah Ta'ala von uns verlangt hat, im Gegenteil. Allah Ta'ala hat von uns verlangt, den Menschen als Mensch zu respektieren, auch wenn es Unterschiede gibt. Allah Ta'ala, er hat uns verboten, andere Völker auszubeuten oder gar auszurotten, wie es leider immer wieder in der Geschichte auch geschehen ist. Natürlich gibt es auch Menschen, welche die Religion für ihre eigenen Zwecke und auch für Terror und Gewalt instrumentalisieren. Das gibt es und das wollen wir auch nicht verleugnen. Aber das ist eine Pervertierung der Religion. Das ist nicht der Grundgedanke der Religion. Und am Ende glaube ich, dass die Religion den Menschen mehr gebracht hat, als all die anderen Ideologien, die von sich behaupten, ja, bei uns steht der Mensch und die Menschenrechte im Vordergrund. Weil wir immer wieder sehen, dass am Ende der Mensch anders tickt. Und dass diejenigen, welche von Menschenrechten sprechen, gerade die Länder sind, die die anderen Völker am meisten ausrotten oder am meisten ausbeuten. Und das sehen wir doch heutzutage, oder? Ich meine, es ist doch im Grunde genommen die westliche zivilisierte Welt, welche sich in die anderen Länder eingemischt hat und nicht umgekehrt. Ich kenne kein muslimisches Land, welches im Westen einmarschiert ist. Oder kennt ihr eins? Kennt ihr ein muslimisches Land, welches im Westen einmarschiert ist? Osmanische Reich. Ja, ich rede jetzt von heute. Ja, es gab es, richtig. Ja? Und selbst da gab es große Unterschiede. Große Unterschiede. In der Art und Weise, wie man mit den Völkern umgegangen ist. Große Unterschiede. Ja? Und das darf man nie vergessen. Ja? Und deswegen ist es immer so, ja, gerade in der ersten Eroberungsphase, dass die muslimischen Länder oder die muslimischen Eroberer, welche erobert haben, die Bevölkerung, die Einheimischen, immer mitgenommen haben. Und dementsprechend derjenige, der Al-Andalus erobert hat, ist wer gewesen? Ist ein Berber gewesen.
Tariq bin Ziyad. Ja? Ist ein Bauer gewesen. Ja? Das heißt, die Menschen sind so euphorisch dabei gewesen, dass sie dann am Ende was gemacht haben. Sie haben im Grunde genommen den Islam weitergetragen. Warum? Weil sie gesehen haben, das sind Menschen, die nicht gekommen sind, um uns auszubeuten. Das sind Menschen, die in erster Linie auch trotz ihrer Fehler, und es gab auch Fehler in der muslimischen Geschichte, gar keine Frage, weil wir Menschen sind. Aber trotz ihrer Fehler haben wir gesehen, dass diese Menschen nicht gekommen sind, um uns auszubeuten in erster Linie, sondern gekommen sind, um in erster Linie eine Botschaft zu übermitteln. Aber das haben wir leider, ja, gerade wenn wir uns jetzt die neuere Geschichte anschauen, ja, nicht so. Und auch wenn wir uns die frühere Geschichte, gerade auch, sage ich mal, die Eroberung der beiden Amerikas anschauen, was ist da passiert? Da wurde ja die Urbevölkerung ausgerottet. Wir können froh sein, dass wir überhaupt noch heutzutage Indianer haben, die in irgendwelchen Reservaten leben. Ja? Das ist Glück, kann man sagen. Aber im Grunde genommen wurde die Urbevölkerung, die autochthone Bevölkerung wurde ausgerottet. Und dementsprechend, worauf ich hinaus möchte, meine lieben Geschwister im Islam. Ja, immer wieder die Sache, ja, wenn es keine Religion geben würde, dann würde es keine Kriege geben. Das ist Unsinn. Im Gegenteil, die schlimmsten Kriege in der Geschichte, ja, sie gingen von Ideologien aus, wo Religion im Grunde genommen nicht im Vordergrund stand, sondern ganz im Gegenteil, ja, Ideologien, die ganz klar gegen Religion sind, auch wenn sie dann später in irgendeiner Weise sozusagen religiös dann untermauert wurden oder sozusagen teilweise dann sogar diese Ideologien schon fast zu einem Glauben geworden sind, aber am Ende sind das gottlose Ideologien, welche dazu geführt haben, dass Millionen von Menschen ihr Leben lassen mussten, oder der Kommunismus beispielsweise. Aber gut, das ist nicht unser Thema. Wichtig ist erst einmal, Allah subhanahu wa ta'ala, er beschreibt die Gesichter dieser Menschen an jedem Tag. Wujuhun yawma idhin khashi'a. Jetzt sind sie mit Demut erfüllt, die Gesichter, weil sie Angst haben. Sie wissen nicht, was sie erwarten wird. Und Allah Ta'ala, er hat lediglich von ihnen verlangt, dass sie Demut im diesseitigen Leben zeigen. Aber diejenigen, die Demut im diesseitigen Leben gezeigt haben, die wird Allah Subhanahu wa Ta'ala am jüngsten Tag glänzen lassen. Und deswegen als Gegenüberstellung sagt Allah Subhanahu wa Ta'ala, وَوُجُوهُمْ يَوْمَ إِذٍ نَاعِمَةً. Die anderen Gesichter werden am jenem Tag wonnig sein. Guck mal die Gegenüberstellung. Und dann sagt Allah Ta'ala, ja, عَمِلَةٌ نَاصِبَةٌ. Sie arbeiten, sich abarbeiten und von Mühsal erfüllt. Manche Gelehrte beziehen das auf die Dunya, dass sie in der Dunya viel gemacht haben, ja, und am Ende davon nichts haben werden. Das heißt, sie haben nach Schlechtem gestrebt oder sie haben falsch gehandelt und jetzt sind sie von Mühsal erfüllt. Und manche beziehen das auf das Jenseits. Das heißt, dass sie im Jenseits jetzt sich abarbeiten werden in der Hölle und von der Strafe Allah subhanahu wa ta'ala. Beides ist möglich. Und beide Interpretationen sind möglich. Und es wird überliefert von Umar ibn Khattab radiallahu anhu wa arda, dass er eines Tages einen Mönchen sah, einen christlichen Mönch. Und er fing an zu weinen. Umar ibn Khattab, er fing an zu weinen. Woraufhin er dann gefragt wurde, was ist los, O Amir al-Mu'minin? Ma yubkike min hadha? Warum weinst du über ihn? Woraufhin Umar ibn Khattab sagte, ذَكَرْتُ قَوْلَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فِي كِتَابِهِ. Ich habe mich erinnert an die Worte Allahs in seinem Buch, عَامِلَةٌ نَاصِبَةٌ تَصْلَى نَارٌ حَامِيَةٌ. Sich abarbeitend und von Mühsal erfüllt, einem sehr heißen Feuer ausgesetzt. Was meint Umar ibn Khattab damit? Hat Umar ibn Khattab jetzt über diesen Mann geurteilt, dass er in der Hölle ist oder nicht? Nein. Weil Umar ibn Khattab hatte einfach die Befürchtung gehabt, dass dieser Mann sich Mühe gibt und sich anstrengt auf seinem eigenen Weg und dann die Wahrheit, die zu ihm gekommen ist, nämlich die Wahrheit des Islams, ablehnt und dementsprechend am jüngsten Tag dann Allah subhanahu wa ta'ala von ihm nicht annimmt. Und diese Geschichte ist eine sehr, sehr wichtige Geschichte für uns. Und zwar nicht jeder, der sich anstrengt, meine lieben Geschwister im Islam, muss automatisch dafür bei Allah Ta'ala am jüngsten Tag belohnt werden. Das ist jetzt nur ein Beispiel, die Geschichte von Umar ibn Khattab. Er hat nicht über diesen Mann geurteilt, er weiß nicht, ob er in der Hölle ist oder nicht. Ja, das weiß Allah Ta'ala alleine. Aber er zeigt uns damit etwas sehr Wichtiges. Das ist dieses Verständnis von Umar ibn Khattab. Und zwar nicht jeder, der sich Mühe gibt, und der sich anstrengt, wird am jüngsten Tag dann auch von Allah Ta'ala angenommen. Was heißt das für uns? Das heißt für uns, wir müssen immer wieder
unsere eigenen Handlungen auch überprüfen. Ich mag zwar aufrichtig sein in dem, was ich tue. Ich mag zwar damit Allah Ta'alas Wohlgefallen angestrebt haben. Aber es kann sein, dass Allah es nicht nur von mir nicht annimmt, sondern es kann sogar sein, dass Allah Ta'ala mich dafür am jüngsten Tag bestrafen wird. Bestrafen? Kann das sein, dass Allah Ta'ala jemanden bestrafen wird, obwohl er eigentlich etwas Gutes wollte? Ja. Und zwar, wie viele Menschen gibt es heutzutage, die im Namen der Religion, und ich rede nicht nur von Muslimen, ich rede allgemein, die im Namen ihrer Religion anderen Menschen großes Unrecht tun und glauben, damit Allah näher zu kommen. Sie erschießen jemanden und sagen Allahu Akbar. Sie unterdrücken Menschen im Namen des Glaubens. Sie erschießen jemanden im Namen des Glaubens. Sie sprengen sich in die Luft im Namen des Glaubens. Sagen vorher Allahu Akbar, Bismillah. War seine Absicht gut gewesen? Ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand, der sich selbst in die Luft sprengt, eine schlechte Absicht hat. Oder? Ich meine, das Wertvollste, was du besitzt als Mensch, ist was? Sein Leben. Und ich kann mir kaum vorstellen, dass jemand sein eigenes Leben in die Luft sprengt und einfach so weggibt, wenn er nicht damit irgendwie nach etwas Höherem strebt. Da bin ich mir absolut sicher. Die Aufrichtigkeit ist vorhanden. Aber meint ihr, dass Allah Ta'ala jemanden, der sich einer Menschenmenge, wo ganz normale Zivilisten sind, unschuldige Menschen, in die Luft sprengt und vielleicht 5, 10, 20 Menschen mit in den Tod reißt, Kinder, Frauen, alte Männer, und dabei Allahu Akbar schreibt, meint ihr, Allah subhanahu wa ta'ala wird solch einen Menschen dafür belohnen, weil er eine gute Absicht hatte? Bei Allah, er wird ihn nicht belohnen. Im Gegenteil, Allah ta'ala, er wird ihn hart bestrafen. Vielleicht sogar noch härter als jemanden, der einfach so 20 Menschen umbringt. Warum? Weil er es nämlich im Namen Allahs gemacht hat. Und Allahs Namen für etwas missbraucht hat, was ein Verbrechen ist an der Menschheit. Ja. Und dementsprechend, ich wundere mich immer wieder über manche Geschwister, die dann sagen, ja, wie kannst du denn zwischen Brüder kritisieren, die zum Dschihad ausgezogen sind? Wer sagt, dass man keine Leute kritisieren kann, auch wenn sie in den angeblichen Dschihad gezogen sind? Wer sagt das? Hat nicht unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam sich vor Khalid ibn Walid oder von Khalid ibn Walid losgesagt? Inni abra'u ilayka mimma fa'ala Khalid. Allahumma inni abra'u ilayka mimma fa'ala Khalid. Radiyallahu anhu wa arda. Oh Allah, ich sage mich los von dem, was Khalid ibn Walid getan hat, als er unschuldige Menschen sozusagen getötet hatte in einer Unternehmung. Er hat es sicherlich nicht einer falschen Absicht gemacht, aber der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er hat sich gesagt, das ist ein Mujahid, das ist sogar Saifullah al-Maslul, ja, und dementsprechend muss ich ihn verteidigen, egal was passiert. Nein, er hat sich davon losgesagt, weil es ein Verbrechen ist. Und das müssen wir verstehen, meine lieben Geschwister im Islam. Nicht alles, was du tust, nur weil du eine gute Absicht hast, wird angenommen von Allah Ta'ala. Sondern die Gelehrten haben zwei klare und deutliche Voraussetzungen festgelegt für die Annahme und Akzeptanz unserer Taten. Und welche sind das? Ganz einfach, meine Schwestern, welche sind das? Welche zwei Voraussetzungen gibt es, damit Allah meine Taten annimmt? Ja. Genau. Ikhlas, Aufrichtigkeit, und es muss der Sunna entsprechen. Also dem Weg des Propheten sallallahu alaihi wa sallam. Punkt, aus, fertig. Meine Amila Amalan. Manche verstehen unter der Bitte einfach nur, dass ich 5 Rak'a bete oder dass ich bestimmte Sachen mache während meiner Ibadat, ja, die falsch sind. Nein! Die schlimmste Bitte ist welche Bitte? Dass ich die Religion Allahs so verändere, dass ich damit andere Menschen auch noch von der Religion Allahs abbringe und Unrecht tue. Das ist ebenfalls eine der schlimmsten Arten von Bitte. Und deswegen sagt der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, man amila amalan laysa alayhi amruna fahurad. Man ahtatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa radd. Wer eine Sache macht, die nicht zu unserer Sache gehört, er sagt nicht eine Ibade oder was ich weiß, er sagt, wer allgemein eine Sache macht, die nicht zu unserer Angelegenheit gehört, dann wird sie abgelehnt. Punkt aus, fertig. Und dementsprechend am jüngsten Tag kommen Menschen zum Propheten sallallahu alaihi wa sallam, zu seinem Haut, zu seinem Becken, nach einem langen Tag, der
Allahu alam, wie viele hundert Jahre gedauert hat. Und sie gelangen zum Becken des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und sie freuen sich, dass sie es geschafft haben. Und sie sehen, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam einige seiner Anhänger empfängt und umarmt und ihnen einen Becher reicht, damit sie aus seinem Haut trinken können, damit sie nie wieder nach dürsten. Und dann gehen sie auf ihn zu und plötzlich werden sie von den Engeln zurückgehalten. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, das sind meine Gefährten. Halt, das sind Leute, die ich kenne. Das sind meine Anhänger. Woraufhin dann die Engel sagen werden, innaka la tadri ma ahdathu ba'dak. Du weißt nicht, was sie alles nach dir eingeführt haben und verändert haben. Woraufhin der Prophet sallallahu alaihi wasallam nur sagen wird, suhqan lahum, suhqan lahum. Weg mit ihnen, weg mit ihnen. Meint ihr, das ist auf jene bezogen, welche beispielsweise vielleicht ja in einer Art und Weise Zikr machen, wie es der Prophet nicht getan hat? Sallallahu alaihi wasallam. Wo sie im Grunde genommen niemanden geschadet haben, sie haben sich zusammengesetzt und haben Zikr gemacht, was vielleicht nicht zu 100% dem Weg des Propheten sallallahu alaihi wasallam entspricht, aber grundsätzlich ja der Prophet sallallahu alaihi wasallam es gemacht hat. Ich kann mir das kaum vorstellen, dass solche Menschen davon betroffen sein werden. Aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass davon Menschen betroffen sein werden, welche die Religion Allahs auf den Kopf gestellt haben. Und welche mit der Religion Allahs subhanahu wa ta'ala Menschen umgebracht haben. Und welche mit der Religion Allahs subhanahu wa ta'ala Menschen vom Glauben abgebracht haben. Ich kann mir sehr gut vorstellen, und Allah weiß es am besten, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam das zu solchen Menschen sagen wird. Wujuhun yawma idhin khashi'ah, amilatun nasibah. Und dann sagt unser Prophet sallallahu alaihi wasallam, Allah ta'ala, tasla naran hamia, einem sehr heißen Feuer ausgesetzt. Es hätte doch ausgerechnet, dass Allah ta'ala sagt, dass sie einem Feuer ausgesetzt sind. Aber Allah sagt extra heiß. So als will uns Allah ta'ala sagen, das ist kein normales Feuer. Das ist ein heißes Feuer, ein dauerhaftes Feuer. Und nicht nur das, glaub ja nicht, dass das nur allein im übertragenen Sinne gemeint ist. Nein, es ist ein Feuer, dessen Hitze du spüren wirst. Tasla naran hamia, tusqa min aynin aniya. Und aus einer siedenden Quelle zu trinken bekommen. Du befindest dich dann im Höllenfeuer. Du willst trinken und das Einzige, was du zu trinken bekommst, ist siedendes Wasser. Und dann zeigt uns Allah Ta'ala auf, ja, und selbst wenn du etwas essen möchtest, das Einzige, was du zu essen bekommst dort, ist لَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ إِلَّا مِنْ ضَرِيعٍ. Es wird für sie keine Speise geben, außer aus trockenen Dornen. ضَرِيعٍ. Die meisten Mufassirun sagen, das ist eine Pflanze, die, wenn sie getrocknet ist, auch noch giftig ist. Und von der sich, wenn sie nicht getrocknet ist, sozusagen Kamele ernähren. Und manche sollen gesagt haben, ja, wenn das so ist, dann die Kamele, ja, die können sich zumindest davon ernähren, wenn es noch frisch ist und nicht getrocknet ist. Will Allah Ta'ala ihnen zeigen, nein, es wird gegen deinen Hunger nichts machen. Und deswegen sagt Allah Ta'ala, la yusminu wa la yughni min ju'a. Die weder fett machen noch gegen Hunger müssen. La ilaha illallah. Möge Allah uns davor bewahren, ja Rabbil Alamin. Aber die Menschen sind selbst daran schuld. Allah hat sie gewarnt. Allah hat ihnen den richtigen Weg aufgezeigt. Und sie haben sich permanent dagegen gestellt. Sie haben die Propheten abgelehnt. Sie haben die Botschaft Allahs abgelehnt. Obwohl ihnen alles klar und deutlich gewesen ist. Und jetzt als Gegenüberstellung spricht Allah Ta'ala über die Gläubigen. Wujuhun yawma idhin na'ima. Die anderen Gesichter werden an jenem Tag wonnig sein. Sie werden erhellt sein. Sie werden glänzen. Sie werden voller Freude sein, weil sie die Prüfung bestanden haben. Guck mal, warum? Li sa'iha radiya. Mit ihrem Bemühen zufrieden. Sie sehen, Alhamdulillah, ich habe etwas getan. Ich habe mich angestrengt. Ich habe versucht, diesen Weg zu gehen, an diesem Weg festzuhalten. Und jetzt, Alhamdulillah, sehe ich das Ergebnis.
mit meinen eigenen Augen. Ich werde jetzt dafür belohnt. Ich bekomme jetzt mein Zertifikat. Ich bekomme jetzt mein Zeugnis. Und ich habe bestanden. Alhamdulillah. Lisa'iha radiya. Und dementsprechend bemühe dich, mein lieber Bruder, meine liebe Schwester. Weil du wirst das vor Augen bekommen, was du im diesseitigen Leben vorausgeschickt hast. Allah Ta'ala, er wird dich für das, wonach du gestrebt hast, am jüngsten Tag dann auch belohnen. Und dementsprechend sagt Allah Ta'ala, وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَ. Das Einzige, was der Mensch bekommen wird, ist das, wonach er gestrebt hat. وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى. Und sein Streben wird gesehen werden. ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَى. Und dann wird er seine volle Vergeltung dafür erhalten. Sowohl im Guten als auch im Schlechten. Und diejenigen, die sich angestrengt haben, die werden am nächsten Tag dafür belohnt werden. Die Sa'iha Radi, sie werden zufrieden sein. Fi Jannatin Aliya, in einem hohen Garten. Allah Ta'ala, er wird sie erhöhen. Und hört euch mal diese schöne Überlieferung an. Ich fand die so schön, dass ich sie unbedingt erwähnen musste. Ja, nur damit uns nochmal klar wird, was das bedeutet. Wenn Allah Ta'ala sagt, ja, fi Jannatin Aliya, in einem hohen Garten, hört man, was der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagt, in der authentischen Überlieferung. Und zwar, soweit ich weiß, ist hier bei Imam Muslim. Inna ahla al-jannati la yatara'awna ahla al-ghurafi min fawqihim kama tatara'awna al-kawkab ad-durriya al-ghabira min al-ufuqi min al-mashriqi aw al-maghrib. Was heißt das? Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagt, wie es Abu Sa'id al-Qudri überliefert. Die Paradiesbewohner, sie werden die Leute der Ghuraf, Ghurfa ist ein Zimmer. Also sozusagen, als hättest du deinen eigenen Garten, sozusagen dein eigenes Schloss, deinen eigenen Palast. Ja? La yatara'awna ahla al-ghurafi. Sie werden sozusagen gemeinsam gucken, sozusagen nach den Leuten, die über ihnen stehen. Min fawqihim, die über ihnen stehen. Kama tatara'awna al-kawkab ad-durri al-ghabir. Genauso wie wir heutzutage nach den Sternen gucken. Guck mal. Al-ghabir, wieder eine Art Sternschnuppe, die nur kurz zu sehen ist. Wenn du heute in den Himmel guckst, sagst du, oh, so ein Stern, wie weit ist der entfernt? Wie viele Tausende von Lichtjahren ist dieser Stern entfernt? Und der Unterschied zwischen dir und jemandem, der über dir ist im Paradies, ist genauso. Unglaublich, oder? Subhanallah. Fi Jannatin Aliya. Ja, in einem hohen Paradiesgarten. Und je nachdem, wo du bist, kann es sein, dass du eine ganze Galaxie weiter entfernt bist. Inna ahla al-jannati la yatara'awna ahla al-ghurafi min fawqihim kama tatara'awna al-kawkab ad-durri al-ghabir min al-ufuqi min al-mashriqi aw al-maghrib. Im Horizont, irgendwo am Horizont seht ihr einen Stern, der nur ganz schwach zu sehen ist, al-ghabir, der so ganz flüchtig. Im Westen oder im Osten, litafaduli ma bainahum, aufgrund sozusagen der Vorzüge oder der Stufen zwischen ihnen. Und dann sagten die Gesandten, die Propheten, قالوا يا رسول الله, O Gesandter Allahs, تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم. O Gesandter Allahs, es handelt sich hierbei um die Stufen der Propheten, die kein anderer erreichen kann. Und da gehört meist, was der Prophet sagt. صلى الله عليه وسلم. Er sagt, بلى والذي نفسي بيده رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. Allah. Nein, keineswegs. Bella, also doch, also bestätigt, aber sozusagen, gleichzeitig sagt er, keineswegs. Bei dem, in dessen Hand meine, sozusagen, Seele ist. Rijal, es handelt sich um Männer, oder Frauen, also allgemein Personen. Amanu billah, die an Allah geglaubt haben. Wasaddaqul mursaleen, und welche die Gesandten bestätigt haben. Möge Allah uns zu ihnen gehören lassen, ja Rabbil Alamin. Also ihr seht, subhanallah, unglaublich diese Abstände im Paradies. Fi jannatin aliya. Ja, und dann, la tasma'u fiha lagia, worin sie keine unbedachte Rede hören. Im Paradies gibt es nur gute Worte. Und dementsprechend, wenn du das Paradies betreten willst, dann gehörst du den Mu'minun, die Allah Ta'ala wie im Koran beschreibt, قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. Erfolgreich sind die Mu'minun, welche in ihrem Gebet demütig sind, Demut. Ja, das Gegenteil von denjenigen, was die anderen gemacht haben, die am jüngsten Tag dann demütig sein werden. Und dann, وَالَّذِينَهُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ. Und jene, welche von
unnützen Gereden fernbleiben. Und al-jaza'u min jinsi al-amal, die Vergeltung ist entsprechend deiner Handlung. Allah Ta'ala, er wird dir dafür am jüngsten Tag das Paradies geben, wo du keine schlechten Worte noch unnützes Gerede hören wirst. La tasma'u fiha lariya, fiha aynun jariya. Darin gibt es fließende Quellen. Allah Ta'ala, er bricht an anderen Stellen, dass es insgesamt 4 Flüsse, große Flüsse im Paradies gibt. Aus Milch, aus Wasser, aus Wein und aus Honig. Fiha aynun jariya, fiha sururun marfu'a. Darin gibt es erhöhte Liegen. Wa akwabun mawdu'a, und hingestellte Trinkschalen. Wa namariqu masfufa, und aufgereihte Kissen. Wa zarabiyyu mabthutha, und ausgebreitete Teppiche. Allah Ta'ala, er beschreibt jetzt hier, in was für einer Wonne sich die Paradiesbewohner befinden. Ich möchte gar nicht ins Detail gehen. Ich glaube, es reicht erstmal aus, dass wir das gehört haben im Allgemeinen. Wir gehen jetzt gleich zum nächsten Abschnitt über. Und zwar zeigt uns Allah subhanahu wa ta'ala jetzt auf, warum er im Grunde genommen diese Menschen dann auch dafür zur Rechenschaft ziehen wird. Weil er ihnen nämlich Zeichen gegeben hat. Und er hat ihnen auch die Fähigkeit gegeben, diese Zeichen zu deuten, sonst hätte Allah ta'ala sie nämlich nicht zur Rechenschaft gezogen. Und Allah ta'ala, er nennt jetzt 4 Dinge. Und interessant ist, was Allah Ta'ala nennt. Allah Ta'ala, er nennt im Grunde genommen Dinge, die ein jeder Mensch, der zumindest damals in der arabischen Gesellschaft gelebt hat, immer tagtäglich vor Augen hatte. Dass er im Grunde genommen keine Ausrede hat, dass er sagen kann, ich habe das nicht gesehen. Ich konnte die Zeichen Allahs, die er mir gegeben hat, nicht deuten. Und dementsprechend beginnt Allah Ta'ala mit dem, was jeder Araber immer wieder vor Augen hatte. أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ. Schauen Sie denn nicht zu den Kamelen, wie sie erschaffen worden sind. وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ. Und zum Himmel, wie er emporgehoben worden ist. Und das betrifft jeden Menschen. وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ. Und zu den Bergen, wie sie aufgerichtet worden sind. وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ. Und zur Erde, wie sie flach gemacht worden ist. Allah Ta'ala, er nennt Dinge aus dem Alltag, die wir jeden Tag immer wieder sehen, immer wieder erblicken. Die Araber damals, das Kamel, das Transportmittel, was ihnen überhaupt das Leben in der Wüste ermöglicht hat. Dann der Himmel, den jeder Mensch immer wieder vor Augen hat. Jeden Tag, wenn er das Haus verlässt, sieht er den Himmel und sieht, wie Allah Ta'ala ihn emporgehoben hat, ohne Säulen, die man sehen kann. Und dann die Erde und die Berge, alles um dich herum deutet darauf hin, dass es einen Schöpfer für dieses Universum geben muss. Derjenige, der das erschaffen hat, der kann den Menschen doch nicht einfach so gelassen haben, ohne dass es einen Sinn für seine Schöpfung gegeben haben kann. Und genau das ist es, was Allah Ta'ala von uns verlangt. Allah Ta'ala, er möchte, dass wir nachdenken und er möchte, dass wir unseren Verstand benutzen. Und derjenige, der einen Verstand hat, dem wird Allah Ta'ala, wenn er seinen Verstand nicht benutzt, dann auch für sein Verhalten zur Rechenschaft ziehen an jenem Tag. Und jetzt kommen ganz wichtige Verse. Und zwar Verse, die uns auch einmal aufzeigen, was unsere eigentliche Aufgabe als Muslime ist. Sehr wichtige Verse. فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرْ لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُسَيْطِرْ. So ermahne, du bist nur ein Ermahner, du übst nicht die Oberherrschaft über sie aus. Unglaublich wichtige Verse. Meine lieben Geschwister, wie ein arabischer Autor, ein ägyptischer Autor schon geschrieben hat in einem Buch, und zwar Du'atun wa laysat quda. Wir sind Du'atun la quda. Wir sind Dua, Menschen, die andere Menschen zu diesem Weg einladen. Aber wir sind keine Richter, wir urteilen über die Menschen nicht. Und dementsprechend, Allah Ta'ala, er zeigt nochmal unserem Propheten sallallahu alaihi wasallam auf. O Gesandte Allahs, du bist nur ein Amane, du hast keinerlei Oberherrschaft über sie. Du kannst niemanden zum Glauben zwingen. Du bist derjenige, der gekommen ist, um sie zu warnen. Du bist derjenige, der gekommen ist, um sie einzuladen zum Weg Allah subhanahu wa ta'ala. Und jetzt obliegt es ihnen,
ob sie die Botschaft annehmen oder nicht. Wenn sie sie annehmen, wird Allah Ta'ala sie dafür belohnen. Wenn sie sie ablehnen, ohne einen Grund zu haben, obwohl sie die Wahrheit erkannt haben, wird Allah Ta'ala sie dafür zur Rechenschaft ziehen. Und Allah Ta'ala, er sagt an anderen Stellen im Koran, نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. Wir wissen sehr wohl, was sie sagen. Und du bist nicht als Gewalthaber über sie eingesetzt. Darum ermahne nur mit dem Koran jeden, wer meine Androhung fürchtet. An anderer Stelle. وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُ مُؤْمِنِينَ. Und wenn dein Herr wollte, würden für wahr alle auf der Erde zusammengläubig werden. Willst du etwa die Menschen dazu zwingen, gläubig zu werden? Allahu Akbar, was für Verse, was für unglaubliche Verse. Vier wichtige Verse, die uns noch einmal zeigen, was unsere Aufgabe als Muslime ist. Unsere Aufgabe ist es, den Menschen den Glauben zu zeigen. Hier, das ist der Weg, den Allah Ta'ala für die Menschen vorgezeichnet hat. Wer ihn annimmt, Alhamdulillah. Und wer ihn ablehnt, der muss die Konsequenzen tragen. فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ. Wer möchte, kann glauben und wer möchte, kann den Glauben ablehnen. Und dementsprechend wundere ich mich immer wieder über manche Geschwister, welche glauben, dass sie die Aufgabe hätten, über die Menschen zu urteilen oder gar die Menschen zu etwas zu zwingen, was sie nicht wollen. Nicht einmal der Prophet sallallahu alaihi wa sallam hatte die Befugnis dazu. Willst du dann etwa als einfacher Mensch, der keine Offenbarung hat, dann die Menschen zu etwas zwingen oder gar über die Menschen urteilen, was nicht einmal unserem geliebten Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam gestattet war? Und dann sagt Allah Ta'ala, illa man tawalla wa kafar, wer sich aber abkehrt und ungläubig ist, فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرِ, den straft dann Allah mit der größten Strafe. Er wird dann die Konsequenz selbst tragen müssen. Und es gibt eine Interpretation, die die meisten Gelehrten ablehnen, wo dann gesagt wird, nein, du bist sozusagen, du hast, also Allah heißt ja, lässt da alayhim bi musaytir, du übst nicht die Oberherrschaft über sie aus. Und dann sagen sie, Allah sagt ja danach, illa man tawalla wa kafar. Und sie führen das so weiter und interpretieren das mit dem Wort, außer wer sich abwendet und ungläubig ist. Also über sie hast du Oberherrschaft. Nein, das ist eine falsche Interpretation. Die meisten Gelehrten haben diese Interpretation abgelehnt. Damit ist sozusagen ein neuer Abschnitt gemeint. Weil es würde auch ein Widerspruch sein. Das heißt, auf der einen Seite, du hast keine Oberherrschaft über die Ungläubigen, außer diejenigen, die ungläubig sind und sich abwenden. Hä? Das ergibt doch überhaupt keinen Sinn. Sondern damit ist wirklich ein neuer Satz gemeint. Illa man tawalla wa kafar, wer sich aber abkehrt und ungläubig ist, فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرُ. Und deswegen, die Übersetzung ist gut hier an dieser Stelle. Den straft dann Allah mit der größten Strafe. Wer sich abwendet, obwohl er die Wahrheit erkannt hat, den wird dann Allah Ta'ala am jüngsten Tag bestrafen. Und dann sagt Allah Ta'ala, inna ilayna iyabahum, gewiss zu uns ist die Rückkehr, ihre Rückkehr, thumma inna alayna hisabahum, und gewiss hierauf obliegt uns ihre Abrechnung. Jeder wird für das Rechenschaft ablegen müssen, was er vorausgeschickt hat. Möge Allah Subhanahu wa Ta'ala uns zu jenen gehören lassen, welche am jüngsten Tag mit ihrem Streben zufrieden sein werden. Möge Allah Ta'ala unsere Gesichter am jüngsten Tag glänzen lassen vor Freude über den Lohn, der uns erwarten wird. Möge Allah Subhanahu wa Ta'ala uns davor bewahren, dass wir an jenem Tage demütige Gesichter haben, die mit Staub bedeckt sind und schwarz sind aufgrund ihrer schlechten Taten. Möge Allah Subhanahu wa Ta'ala uns zu jenen gehören lassen, welche im Diesseits Demut gezeigt haben gegenüber ihrem Schöpfer, welche Demut gezeigt haben gegenüber den anderen Menschen und aufgrund dessen am jüngsten Tag von Allah Ta'ala erhöht werden. Möge Allah Ta'ala uns all unsere Sünden vergeben und uns eine leichte Abrechnung an jenem Tag gewähren. Möge Allah Ta'ala uns dieses Verständnis geben, dass wir Duat sind und keine Qudat. Dass wir Menschen lediglich zu diesem Weg einladen. Und dass das unsere einzige Aufgabe ist. Und dass wir nicht dazu befugt sind, dass wir über andere Menschen richten. Möge Allah Ta'ala uns dieses Verständnis verinnerlichen lassen und uns zu wahren Duat machen auf seinem Weg und in die Fußstapfen unseres geliebten Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam treten lassen und uns so Da'wah machen lassen, wie es unser geliebter Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam vorgelebt hat. Amin ya Rabbil Alamin. Barakallahu fikum. Und jazakumullahu khairan für eure Aufmerksamkeit, meine lieben Geschwister im Islam.